Odessa, westliche Medien schützen die Strippenzieher eines Massenmordes. Als Russland die ukrainische Halbinsel Krim nach deren legaler Volksabstimmung ohne Tote oder Verletzte wieder aufnahm, herrschte Entsetzen in den westlichen Massenmedien. Ganz anders vor wenigen Tagen, als in Odessa nach ukrainischen Angaben 46 Menschen starben, während seriöse Quellen von 116 Opfern ausgehen. In den westlichen Kanälen war angesichts des tragischen Massakers lediglich die Rede von einer unglücklichen und tragischen Verkettung angeblicher Zufälle. Die Toten habe es bei spontanen Kollisionen zwischen gewaltbereiten Fußball-Hooligans und prorussischen Separatisten gegeben. Trotz zahlreicher glaubhafter Beweisbilder und Filme, die im Internet auftauchen, behaupten die Massenmedien nach wie vor, es sei unklar, wer für den tragischen Brand des Gewerkschaftshauses, dem Dutzende prorussische Demonstranten zum Opfer fielen, verantwortlich war. Damit wären die Täter einer historischen Gräueltat an Zivilisten geschützt und die Forderungen nach einer unabhängigen Aufklärung des Vorfalls behindert. Weil die Medien schweigen, hier nun ein Zusammenschnitt von Zeugenbildern, die belegen, dass es sich beim Massenmord von Odessa erstens um ein sorgfältig orchestriertes Massaker gehandelt haben muss, das zweitens durch vom Westen unterstützte Maidan-Terroristen ausgeführt wurde. Also nicht um willkürlich eskalierte Ausschreitungen zwischen Hooligans und Separatisten. Während tausende gewaltbereite Hooligans mit der Bahn aus Kiew ankamen und nach dem Fußballspiel zu einem Marsch der Verwüstung ansetzten, liefen im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren, um diesen Hooligan-Zug zu instrumentalisieren und in Richtung des Gewerkschaftsgebäudes, bei dem später der Brand ausbrechen sollte, umzulenken. Wir erinnern uns, schon seit Wochen hatten prorussische Demonstranten friedlich in einem Zeltlager vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa kampiert, um die Autonomie von der neuen Putschregierung in Kiew zu fordern. Als sie vom Aufmarsch der gewaltbereiten Maidan-Terroristen und den Fußball-Hooligans erfuhren, versuchten sie, sich im Gewerkschaftshaus in Sicherheit zu bringen, was ihnen hinterher zum Verhängnis wurde. Nun der Reihe nach. Hier sehen wir militante Maidan-Kämpfer kurz vor den grausamen Ausschreitungen, wie sie sich mit der örtlichen Polizei arrangieren. Direkt neben dem Beamten ein Mitglied der 14. Hundertschaft einer gewalttätigen Extremistengruppe, die bereits den Umsturz auf dem Maidan mit terroristischen Aktionen voranbrachte. Der Kerl mit der Baseballmütze und dem Headset scheint einer der Koordinatoren zu sein. Er kommt direkt aus dem Polizeistützpunkt und verteilt Anweisungen. Zusammenstellen, du bleibst hier als Hauptleiter. Gleichzeitig sehen wir hier einen als Zivilisten verkleideten Aufpeitscher. Gerade wird er beginnen, eine Splittergruppe der Maidan-Kämpfer auf den bevorstehenden Kampf einzuschwören. Danach werden sie sich unter die Hooligans mischen und sie in Richtung des Gewerkschaftshauses treiben. Hier direkt vor dem grausamen Massaker ein weiterer militanter Rädelsführer, wie er in Anwesenheit der Polizei die bevorstehende Aktion koordiniert. Der Beweis seiner Verbindung zur ukrainischen Putschregierung. Hier einige Wochen zuvor, wie er dem ukrainischen Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses Andriy Parubi neue kugelsichere Westen präsentiert. Er wird später auf unbewaffnete Zivilisten schießen, die sich vor den Flammen zu retten versuchen. Nun aber nochmals zurück zu den Ereignissen vor dem Drama. Eine Augenzeugin berichtet. Eine sehr große Gruppe sollte an dem Tag kommen, um hier alles dem Erdboden gleich zu machen. Wir wussten das. Aber wir dachten, wenn hier auf dem Platz ganz normale Menschen sein werden, Omas, Opas, ältere Frauen, so wie ich, dass sie dann nichts machen würden. Doch das war ein Irrtum. Die aufgeheizte Menge stürmte über das Zeltlager her und zündete es an. Auch eine Fußgängerin mit zwei Kindern wollte sich in Sicherheit bringen und verbrannte. Wer konnte, kam auf den Platz. Es gab ein Konzert. Und ich habe selbst eine Frau mit zwei Kindern, einem Junge etwa 10 bis 12 Jahre und ein zweiter noch kleinerer, hier vorbeigehen sehen. Sie blieben dann stehen. Und diese Frau mit ihren zwei Kindern ging auch ins Gebäude. Sie wollte sich und die Kinder schützen. Sie sind alle drei verbrannt. Sie waren hier doch nur zum Spazieren gewesen. Gewaltbereite Maidan-Kämpfer unter ihnen, nach Angaben des Abgeordneten Vadim Savenko, auch zivil getarnte Kämpfer der Sonderbataillone Storm und Dnieper 1, stürmten den Hintereingang des Gebäudes und begannen die Jagd auf unbewaffnete Zivilisten im Gebäudeinneren. Jungs, bitte nicht! Tut das nicht! Gleichzeitig begannen die aufgehetzten Hooligans, das Gebäude mit Molotow-Cocktails zu bewerfen und setzten es in Brand. Währenddessen wurden im Innern des Gebäudes grausame Hinrichtungen verübt. Die rannten alle herum und jemand rief, die untersten zwei Etagen sind schon von Radikalen besetzt, sie ermorden unsere Aktivisten dort. Dieser Mann wurde gezielt erschossen, man sieht sein blutüberströmtes Gesicht und die Blutlache daneben.
Dieser prorussische Aktivist soll mit aufgesetzter Brille verbrannt sein? Fällt eine Brille nicht vom Gesicht, wenn man sich vor Flammen zu retten versucht? Außerdem ist lediglich sein Kopf verkohlt und seine Kleider sind noch unversehrt, was darauf hinweist, dass er zuerst getötet und dann sein Kopf mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Auch dieses angebliche Brandopfer hinterlässt eine Blutlache und hat einen verkohlten Kopf. Der Rest des Körpers ist unversehrt. Sieht so ein Opfer eines versehentlichen Hooligan-Feuers aus? Hier mehrere Opfer mit verkohltem Kopf und intaktem Körper. Auf diesem Filmausschnitt sieht man deutlich die Flammen eines kleinen Brandherdes hinter Fensterscheiben, die nicht von Molotow-Cocktails der Hooligans zertrümmert wurden. War hier eine Leiche angezündet worden? Das Bild einer teilverkohlten weiblichen Leiche, der die unteren Kleider vom Leib gerissen wurden, können wir hier aus moralischen Gründen nur unkenntlich wiedergeben. Sie scheint vergewaltigt worden zu sein. Eine weitere Leiche mit Schussverletzungen im Kopf. Hier eine unschuldige Reinigungskraft, ermordet in einem Büroraum, der von keiner Flamme heimgesucht wurde. Ihre Hilfeschreie, als die Mörder kamen, wurden sogar im Freien gehört. Kurze Zeit später zeigten sich die angeblich friedlichen Maidan-Terroristen freimütig mit ukrainischer Flagge direkt neben dem Ort, an dem sie diese unschuldige Mitbürgerin ermordet hatten. Als Bürger Odessas am Tag nach der Tragödie auf das Dach des Gewerkschaftsgebäudes stiegen und Details filmten, konnte ein Überlebender nicht mehr an sich halten und weinte laut heraus. Фотографируйте наше оружие, блядь! Диверсанты русские, фотографируйте, блядь! Angesichts dieser Tatsachen wirkt zynisch und verachtend, was die Zeit am 5. Mai titelte. Mehr als 40 Tote in einer Nacht. Die Bewohner in Odessa stehen noch unter Schock, bemühen sich um Normalität. Doch schon kündigen Separatisten die nächste Offensive an. Wie bitte? Die Opfer kündigen eine nächste Offensive an? Reuters ließ die ukrainische Putschregierung sofort mit abstrusen Verschwörungstheorien zu Wort kommen. Die ukrainische Regierung macht Russland für die Straßenschlacht mit über 40 Toten in Odessa verantwortlich. Julia Timoschenko bedankt sich bei den radikalen Maidan-Terroristen für das Massaker. Ich möchte einen großen Dank an alle aussprechen, die gestern Odessa und die Ukraine verteidigt haben. Die Beweise für ein gezielt geplantes Massaker in Odessa sind erdrückend. Es scheint, als seien Hooligans bewusst instrumentalisiert worden, um durch den von ihnen ausgelösten Brand eine unfassbare Bluttat vertuschen zu können. Wie selbst die Bild-Zeitung berichtete, ist es offenkundig, dass die ukrainische Regierung derzeit von Scharen an CIA-Spezialisten beraten wird, um den Aufstand im Osten des Landes in den Griff zu bekommen. Auch wenn diese Aktion von den USA gedeckt wird, bleibt sie ein Kriegsverbrechen und muss von der internationalen Gemeinschaft verurteilt und bestraft werden. Geschätzte Zuschauerschaft, die Rolle der westlichen Medien im Ukraine-Konflikt ist eine unrühmliche. Heute braucht es politisch unabhängige Plattformen, so wie Klagemauer TV. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren.
Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.